Immer wenn ich an die Ostsee denke, spüre ich eine Sehnsucht in mir. Aber nicht nur wegen des Meeres, sondern wegen der Länder, die jenseits davon liegen. Willkommen zu diesem Video. Es war mal wieder Zeit für eine Skandinavien-Tour und wie schon öfters zuvor begann meine Reise auch diesmal wieder in Südschweden, wo ich meine erste Nacht an diesem schönen See verbrachte. Die bezaubernde Abendstimmung entspannte mich. Leider fiel der Windschutz meines Mikros ins Wasser und das Display meiner GoPro bekam einen Riss ab. Jetzt ist sie zwar nicht mehr wasserdicht, funktioniert aber zum Glück trotzdem weiterhin. Auch den Windschutz bekam ich aus dem Wasser geangelt und somit konnte ich alles in allem trotzdem beruhigt ins Bett gehen. Am nächsten Morgen begrüßte mich die Natur mit schönen, satten Farben. So weit im Süden von Schweden gibt es noch viele Eichen, die weiter oben Kiefern und Birken weichen. Die gibt es zwar im Süden auch schon, aber nicht nur ausschließlich. Schaut euch den See an, der sah einfach extrem erfrischend aus und verleitete mich dazu, eine Runde baden zu gehen. So schön sie auch war, dies war erst der Anfang meiner Reise und so beschloss ich weiterzufahren. Mein nächster Halt war Småland, wo die saftigen Birkenblätter Ende Mai noch das zarte Grün des Frühlings hatten. In dieser Kulisse schlenderte ich durch den Wald, feilte an meinen Schwedischkenntnissen und reparierte auch das Display meiner GoPro. Reparieren in Anführungsstrichen natürlich. Hier in der Gegend um Vimmerby verbrachte ich einige Tage und schlug mein Lager immer wieder an verschiedenen Orten auf. Dies ist auch die Region, in der Astrid Lindgren geboren wurde und viele ihrer Geschichten spielen hier oder wurden von der Gegend inspiriert. Zufällig hatte ich am Tag vorher eine Frau getroffen, Caroline, die mich auf einen Ausflug zu einer Stelle im Wald einlud, von der sich erzählt wird, dass sie Astrid Lindgren zu einer Passage in Ronja Räubertochter inspiriert haben könnte. Caroline arbeitet gerade an einem journalistischen Projekt über Astrid Lindgrens Einfluss auf diese Gegend. Die Stelle beeindruckte durch große Felsen und eine Höhle, die dadurch zustande kam. Hier die Stelle im Buch, für welche diese Höhle als Inspiration gedient haben könnte. Wie gesagt, man weiß es nicht sicher, aber da Astrid Lindgren hier ihre Kindheit verbracht hat, könnte es sein. Dort fand ich auch eine große Rabenfeder, welche uns an die Wildtruden aus dem Buch erinnerte. Danach gingen wir noch auf eine kurze Wanderung auf einen nahegelegenen Berg. Wir erreichten den Gipfel gerade im richtigen Moment, um einen schönen Sonnenuntergang zu sehen. Die schöne Abendstimmung wurde vom Ruf eines Kuckucks begleitet, von denen es in Schweden übrigens extrem viele gibt. Ich höre die überall rufen aus allen Richtungen die ganze Zeit. Nach dem Abstieg kamen wir noch an diesem See vorbei, über dem ziemlich große Fledermäuse kreisten und die sehr laute Geräusche machten. Das klang wie ein Raspeln in meinem Hirn.
So verging Tag für Tag ins Moorland und ich bemerkte, dass ich auch in Südschweden viel Schönheit finden konnte, nach der ich sonst immer mehr im Norden gesucht hatte. Ich mag die Wildnis des Nordens nach wie vor am liebsten, aber gerade die Gegend um Vimmerby birgt auch einen ganz eigenen Zauber in sich. Als besonders schön nahm ich einen Vollmondabend an diesem See wahr. Ich war zwar noch ziemlich weit im Süden von Schweden, aber trotzdem waren die Nächte hier schon sehr kurz. Wenn man zu dieser Zeit spazieren geht, muss man sich keine Sorgen darum machen, dass es bald dunkel wird. Man kann einfach immer weiter und weiter gehen und es wird immer noch genügend Licht vorhanden sein. Mir kam es fast so vor, als könnte der Tag sich selbst nicht gehen lassen, was einerseits etwas traurig ist, aber vielleicht wusste er selbst nicht, dass er bald schon als ein neuer Tag wiedergeboren werden würde. An diesem Vollmondabend nahm ich alles als besonders intensiv wahr. Die Natur war voller Energie und das schwindende Tageslicht schien sein eigenes Spiegelbild im See anzuflehen, für immer zu bleiben. Um den Vollmond noch besser filmen zu können, fuhr ich an einen anderen See, auf dem sich der Mond wunderbar spiegelte. Zum Glück hatte ich meinen Camcorder dabei, der durch seinen starken Zoom schöne Aufnahmen ermöglichte. Da ich selbst auch mit Astrid Lindgrens Geschichten aufgewachsen war, hatte ich in Småland ein sehr warmes und vertrautes Gefühl. Es war einfach schön zu sehen, dass manche Orte aus Kindergeschichten tatsächlich in der Realität existieren. Dieser Hof hier wurde übrigens als Drehort für Michelas Lönneberger verwendet, der im schwedischen Original Emil heißt. Hier seine originale Holzfigurensammlung. Ich finde, dass die roten Schwedenhäuser hier ganz besonders gut in die Landschaft passen. Småland zu besuchen war ein sanfter Einstieg in ein schönes Land, welches aber natürlich noch viel mehr zu bieten hat. Ich spürte, dass ich echte Wildnis sehen wollte. Und so verließ ich diese Region und fuhr weiter nach Norden.